Bitcoin tradet bei 64.000 US-Dollar. Wir sehen einen sehr, sehr starken Anstieg. Vorab haben wir nochmal direkt an unserem Daily Open hier einen Abverkauf gesehen. Da ging es nochmal 4.500 Dollar jetzt in der Nacht nach unten. Das habe ich euch ja dann gestern auch im Video gesagt, dass man aufpassen sollte, dass man hier nochmal weiter nach unten erstmal dippt. Genau das ist jetzt erstmal eingetreten. Wir müssen uns jetzt heute ganz genau natürlich anschauen, wo geht die Reise für Bitcoin hin. Wir haben dann auch in der Nacht unser Halving. Wir werden einen sehr, sehr großen Livestream machen. Marathon dann heute noch hinlegen. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Deshalb da auf jeden Fall gerne schon mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Der Livestream wurde hier schon erstellt für euch. Die Trades laufen weiterhin alle gut im Profit. Ethereum gut im Profit. HBAR weiterhin gut im Profit. Die werden wir erstmal weiterhin laufen lassen. Und wir werden dann uns natürlich wichtige Informationen anschauen zu unserer Heatmap. Dann natürlich noch zu unserem Highblock. Also wo kommen mögliche Liquidierungen rein? Und wie sieht das Ganze denn bei unserem RSI im Moment aus? Also wie sieht denn die allgemeine Marktstimmung gerade aus? Wo stehen wir denn mit unseren möglichen relativen Stärkeindex? Und das alles bekommst du jetzt hier zusammengefasst. Wir werden uns auch angucken, was jetzt Bitcoin unbedingt machen sollte, damit wir weiterhin ansteigen und dass wir nicht nochmal einen Crash nach unten sehen werden. Das erfährst du alles in diesem Video. Ich hoffe, du hast Bock drauf. Wir starten rein nach dem Intro. Let's go! Gut, also dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal auf dem 4-Stunden-Chart an. Wie man hier ganz gut erkennen kann, hat jetzt wirklich der Support wunderbar gehalten bei unseren 61.416 US-Dollar. Wir waren jetzt in der Nacht dann hier nochmal dann am gestrigen Tag auch ein bisschen drunter, sind nochmal hier drunter gewickt, nochmal hier unten rein. Und seitdem kommt jetzt hier wieder sehr, sehr starker Support rein. Wie ihr natürlich auch wisst, im gestrigen Video habe ich gesagt, wir haben hier einen sehr, sehr starken Downtrend, also einen sehr starken Abwärtstrend. Und man muss auf jeden Fall beachten, was hier in dieser Phase jetzt hier passiert. In der Früh, ich bin ehrlich, Leute, das war 2 Uhr nachts hier. Bei mir in Dubai war es, glaube ich, 4 Uhr oder sowas oder 4.30 Uhr, wo das Ganze dann hier passiert ist. Da war ich natürlich nicht wach. Ja, sonst hätte man hier das natürlich wunderbar verwenden können. So wie ich es gestern auch angesprochen habe, auf sowas müsst ihr halt warten. Ja, das Problem ist halt, wenn das in der Nacht reinkommt, ist es halt ziemlich schlecht. Ja, deshalb werden wir uns das Gleiche dann auch nochmal auf dem 1-Stunden-Chart anschauen und auch auf dem 15-Minuten-Chart für euch Daytrader. Aber, wie du hier erkennen kannst, wir sind einfach genau hier unten nochmal reingelaufen. Genau hier unten kurzfristig unter die 60.000 US-Dollar, psychologisches Level, was ich euch schon seit Wochen sage, 60.000 Dollar, sehr, sehr wichtiges und psychologisches Level. Hätte das nämlich jetzt hier nicht gehalten, wären wir nämlich genau in diese große, große Minus-Distribution denn hier jetzt dann reingefallen. Das ist nämlich dann genau dieses Loch hier gewesen und dann haben wir hier unten nochmal so ein Loch an der rechten Seite. Das heißt, hier war es allerhöchste Eisenbahn, dass wir genau hier Support an dieser Stelle reinkriegen. Ja, und jetzt haben wir auch den Bounce jetzt erstmal gesehen. Dieser Bounce ist jetzt by the way schon wieder knapp 5.500 Dollar groß. Also die Volatilität ist auf jeden Fall am Start. Und wir werden heute ganz genau auch das angucken, weil ich gehe jetzt dann nochmal ganz kurz auf die Token 2049 und dann bin ich gegen Spätabend dann heute für euch live und am Start. Also das heißt, heute Halving wird wahrscheinlich dann in der Nacht, also am Samstag dann sein. Gegen 4.30 Uhr, 5 Uhr. Wer da Bock hat, kann gerne reinjoinen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen hier dann mit am Start. Gut, dann schauen wir uns nochmal hier unseren MACD an. Et voilà. Der MACD nach einer kleineren Konsolidierung hier unten, nach einem möglichen kleineren hier W-Pattern hier nochmal an dieser Stelle, ist es jetzt hier auch wieder so gewesen, dass wir sehr, sehr gutes, positives Momentum jetzt hier reingekriegt haben. Wir sehen ein bullisches Cross von der Signallinie zu unserer Durchschnittslinie. Auch nochmal positives Momentum. Also können wir erstmal davon ausgehen, dass wir jetzt hier kurzfristig gesehen definitiv jetzt das Potenzial haben, wieder die Trendumkehr einzuleiten. Das haben wir eigentlich hier unten jetzt dann schon gemacht. Seit 6 Uhr am gestrigen Tag hatten wir dann hier unser bullisches Cross von der Signallinie zur Durchschnittslinie. Und jetzt ist es auch so, dass wir hier oben ganz klar jetzt erstmal einen Trendbruch sehen können. Wichtig dabei ist jetzt Folgendes, dass diese 4-Stunden-Kerze jetzt nicht rejected wird und wir nicht unter diesem Hoch hier schließen.
also unter 63.500 US-Dollar. Da sollten wir nichts drunter schließen. Das heißt, da müssen wir jetzt darauf aus sein, dass wir hier erstmal wieder weiter nach oben dann ansteigen. Das heißt, wir dürfen nicht hier rejected werden. Wir hatten ja hier eine wichtige Support-Zone, auch nochmal mit diesen wichtigen Hochs. Da sind wir jetzt genau hier wieder drin. Da ist auch der 50er EMA drin. Das heißt, die Bullen müssen jetzt unbedingt weiter drücken und am besten heute über dieses Hoch hier kommen bei knapp 66.438 US-Dollar. Das ist das Wichtigste. Wenn wir da drüber kommen, ist der Weg frei, wieder hier oben rein, Richtung unsere Vektorkerzen, genau hier oben rein in die Imbalance. Und deshalb gehe ich stark davon aus, wenn wir das hier heute nach oben hindurch brechen, wird es für Bitcoin relativ schnell gehen. Es kommt dann auch noch unser Halving. Und deshalb bin ich da im Moment noch nicht so krass überzeugt, dass wir jetzt hier ultra krass nach oben pumpen werden. Das kann jetzt alles dazu verwendet werden, um natürlich die Leute in diesen Hype-Train, der jetzt heute stattfindet, bis zum Halving in der Nacht, jetzt hier oben reinzudrücken. Und dann kommt ein Sell-in-News-Ereignis und wir werden hier unten wieder rausliquidiert. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, ja, und dann nicht überrascht seid, sollte das heute genau so passieren. Okay, nur damit ihr es im Hinterkopf habt und dann ganz genau wisst, was zu tun ist. Lasst euch da dann nicht verunsichern, lasst euch da nicht reintriggern, falls es heute doch sehr volatil werden wird und kann auf den kleineren Zeiteinheiten. Ja, weil solche Ereignisse werden halt von den Market Makern immer gerne dazu verwendet, um euch in Positionen reinzudrücken, deshalb immer Profite realisieren, okay? Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier das Glück hattet hier unten eine Limit-Order gesetzt, ja, um genau hier diesen kleinen doppelten Boden dann hier zu traden, Limit-Order gesetzt, wurde jetzt abgeholt, Leute, dann ist jetzt der Zeitpunkt am 50er EMA mal Profite zu nehmen. Das war ein Anstieg von 8,56%, das sind insgesamt 85% mit einem 10er Hebel auf dein eingesetztes Kapital, also absolut crazy, okay? Deshalb bei sowas immer Profite realisieren, was ihr habt, das habt ihr, das kann euch keiner mehr wegnehmen. Dann haben wir unseren RSI auf dem 4-Stunden-Chart, ist im Moment bei 54 Punkte, hatte hier unten dann auch nochmal unser Tief gehabt, ja, sind dann hier nochmal etwas weiter nach unten gefallen, dann hatten wir hier eine bullische Divergenz. Was bedeutet das? Eine bullische Divergenz ist, wenn wir einen abfallenden Kurs haben, aber dafür einen aufsteigenden RSI. Das ist normalerweise eine bullische Divergenz. Die macht dann Bitcoin immer sehr gerne, wenn eigentlich eine Trendumkehr dann eingeleitet werden soll. Und genau das sehen wir zurzeit im Moment. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal hier über diese Zone noch drüber kommen. Dann wäre das Ganze vor allem nochmal für uns natürlich sehr, sehr nachhaltig. Dann gehen wir rein. Open Interest ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend. Was erstmal gut ist, ist folgendes, dass das Open Interest jetzt nicht so krass durch die Decke ballert. Bei diesem Anstieg heißt, hier wurden auch sehr viele Spotkäufe wieder getätigt. Das ist auf jeden Fall hier an dieser Stelle schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, wir steigen 5.500 US-Dollar nach oben und das Open Interest bewegt sich überhaupt nicht vom Fleck. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Warum ist es ein gutes Zeichen? Weil einfach viele Leute für ihr HODL-Portfolio einkaufen. Vielleicht nutzen sie heute auch noch den Tag und sagen, jo, alles klar, vor dem Halving möchte ich nochmal für mein Spot-Portfolio nachlegen. Deshalb haben dann viele unten die 60.000 Dollar Marke dann halt nochmal genutzt, psychologisch wichtiges Level, um dann hier nochmal nachzulegen und dementsprechend sehen wir im Moment nicht großartige Bewegung bei unserem Open Interest. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann gehen wir noch rein Richtung Tageschart, ja, schauen uns das Ganze mal auf dem Tageschart an und et voilà, was haben wir uns gestern im Video angeschaut? Ich habe ganz genau gesagt, wenn wir einen Daily Close, einen Tageschart Schluss hier unten unter den 61.147 Dollar bekommen, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten reinfallen Richtung 54.000 bis 55.000 Dollar, sogar nochmal im Worst Case Richtung 52.000 Dollar. Und jetzt schaut euch mal an, was genau hier passiert ist. Wir haben keinen Daily Close unter diesem wichtigen Support gestern gesehen. Richtig, richtig gutes Zeichen für den Bitcoin. Und auch jetzt hier auf dem Tageschart, kleine Analyse, wenn wir hier drüber kommen, 65.788 Dollar und wir schließen hier eine Daily-Kerze hier drüber, können wir davon ausgehen, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genau hier oben wieder reinlaufen Richtung 70.000 US-Dollar. Weiterhin ist es immer noch so, dass Bitcoin Stand jetzt immer noch in unserer großen, großen Konsolidierungsphase ist und das seit dem Mittwoch, dem 28. Februar 2024.
Okay, dann kommt auf jeden Fall dann jetzt hier in der Nacht dann noch unser Halving. Da möchte ich dich natürlich dann auch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier eine sehr interessante Grafik noch haben. Die schauen wir uns nämlich jetzt hier einfach mal an. So, und zwar siehst du nämlich hier, wie war denn immer die Performance nach unseren Halvings? Also was ist denn passiert? Sehr spannend war, dass wir eigentlich immer eine größere Performance gesehen haben über die nächsten 30 bis 180 Tage nach unserem Halving. Das heißt, erstes Halving, zweites Halving, drittes Halving, viertes Halving. Graue Balken ist die Performance zwischen 30 und 180 Tagen nach unserem Halving. Erstes Halving natürlich klar 1000% hingelegt, zweites Halving 73,8% nochmal angestiegen, im dritten Halving 116,7% angestiegen und in unserem letzten Halving 427,4% angestiegen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt? Denn, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, innerhalb von 30 Tagen bis nach 30 Tagen zu unserem Halving, ja, war die Performance eigentlich so ulala. Ja, am ersten Halving waren es 26,7%, wie du hier gut erkennen kannst. Dann am zweiten Halving eigentlich fast gar nichts, da ist fast nichts passiert. Danach im dritten 44% Anstieg und dann hier in unserem letzten 24,4. Jetzt ist es natürlich interessant, was nämlich passiert ist, ist nämlich folgendes, und zwar haben wir dann auch im letzten Halving schon gesehen, dass die Performance in den letzten so ein, zwei Wochen nach dem Halving relativ schwach war. Die kam dann erst so in der dritten, vierten Woche rein, also so in den letzten paar, ja, 10, 15 Tagen, ungefähr in den letzten 30 Tagen dann. Und dann ist es nämlich interessant, weil die 24,4% ist ja schon wieder weniger als die 44%. Das heißt, wir haben eigentlich eine Tendenz jetzt erstmal nach unten. Die Frage wird sich also heute stellen, wie und wann wird Bitcoin dann einen nächsten Move nach oben hin macht. Man muss ganz klar dazu sagen, das erste Halving kannst du eigentlich statistisch gesehen nicht mehr dazu rechnen. Das ist natürlich richtig krass. Aber in den letzten 30 bis 180 Tagen, zweites Halving 73,4. Wir steigen nach oben 116,7. Wir steigen wieder nach oben 427,4. Und jetzt schreib gerne mal unten rein in die Kommentare. Was meinst du bis 180 Tage nach unserem Halving? Wie viel Prozentuale werden wir zulegen? Wenn du hier auch nichts mehr verpassen willst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Lass ein Abo da, komm gerne rein. Schau dir diesen Kanal gerne an. Von Montag bis Sonntag bekommst du immer ein Update-Video, damit du dich perfekt auf diese volatilen Phasen vorbereiten kannst und damit du natürlich dann auch dein Trading-Portfolio nach oben drücken kannst. Ja, dafür bin ich da. Dafür machen wir heute dann auch nochmal einen Livestream, vielleicht sogar mit Live-Trading, wenn der Chart uns das hergibt. Würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen und deshalb herzlich willkommen in unserer Community. Jetzt bist auch du ein Bitbuller. Danke dir für dein Abonnement. Unten einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Komplett kostenlos. Dann gehen wir noch rein, schauen uns das Ganze mal an. Liquidation Map, Heatmap, wie sieht es denn im Moment aus? Wie du hier gut erkennen kannst, ist immer noch der größere Block hier unten, ja, bei knapp unter 60.000 bis 55.000 US-Dollar, immer noch ein sehr, sehr großer Block an möglichen Long-Positionen, die rausliquidiert werden können, und dann über uns geht es hier weiter, ab 65.000 US-Dollar bis 70.000 US-Dollar, ein ganz, ganz großer Block für Short-Positionen. Dann gehen wir weiter, schauen uns das mal im Detail dann auf jeden Fall nochmal an, das war jetzt dann hier heute in der Früh 5.53 Uhr, jetzt sind wir hier ja wieder sehr stark nach oben gestiegen, das heißt, dieser ganze rechte Bereich hier auf der rechten Seite, das sind Short-Positionen mit hochgehebelten Positionen, teilweise 150 Millionen US-Dollar groß. Und genau diese wurden jetzt hier erstmal schon wieder rausliquidiert. Wir traden bei knappen 64.700 US-Dollar. Das heißt, wir sind ungefähr jetzt genau hier in diesem Bereich hier oben drin. Und wie man hier erkennen kann, ist es so, dass auch unser Short-Delta massiv wieder abgenommen hat. Und zwar von 10 Billionen US-Dollar jetzt dann hier sogar, meiner Meinung nach, jetzt wieder in dem positiven Bereich. Sind jetzt hier 2-3 Stunden hinterher. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir jetzt wieder ein positives Delta haben und die Leute jetzt hier wieder größere Long-Positionen eröffnet haben. Dann schauen wir uns noch den RSI an. RSI zeigt uns ja an, ja, ob der Markt sehr, sehr stark überkauft oder überverkauft ist. Und das heißt dann immer, das gibt uns auch immer noch mal einen, ja, ganz guten Indikator, wie ist denn gerade so im Moment die Marktstimmung da draußen im ganzen Kryptosektor. Und wie du hier gut erkennen kannst, RSI 4-Stunden-Chart ist halt jetzt hier wirklich so
alles unter 50 Punkte eigentlich, ja, wie man hier gut erkennen kann. Das heißt, im Moment ist es einfach so, dass wir immer noch so unter dieser 50-Punkte-Marke bei vielen, vielen Coins da draußen traden. Aber natürlich, wenn jetzt Bitcoin nach oben ansteigt und wir einen sehr, sehr starken Move bei Bitcoin wieder nach oben sehen, können wir natürlich damit rechnen, dass auch der gesamte Markt wieder nach oben hin mitgezogen wird. Nichts anderes siehst du dann auch hier bei diesen Positionen. Einmal bei Cardano, einmal bei Ethereum zum Beispiel. Ethereum war durch diesen kleineren Drop, den wir in der Nacht gesehen haben, kurzzeitig mit 1.500 bis 2.000 US-Dollar im negativen Bereich, habe ich dann in der Nacht dann gesehen, weil ich einen Alert dann auch nochmal gekriegt habe, wo wir hier nach unten hin dann abverkauft worden sind. Aber ich habe das dann nur als Push-Benachrichtigung dann in der Früh gesehen und habe das Ganze dann mal gecheckt, ja, und habe dann gesehen, oh, okay, dann war es sogar diese Position dann im Minus. Also richtig spannende Situation dann hier gewesen in der Nacht. Aber ich habe dann hier mein Liquidation-Preis sehr, sehr weit unten und hätte dann auch noch Position gehabt, um erstmal hier nachzukaufen. Das heißt, diese Positionen bleiben weiterhin offen und ich werde mit euch dann versuchen, so gut es geht, schöne kleine Scalp-Trades dann reinzuhauen, ja, damit ihr da alle davon profitieren könnt. Deshalb, wenn ihr Bock drauf habt, gerne da mal ein Like da lassen, heute Abend dann auf den Livestream. Wenn du dann auch sagst, hey, ich möchte mich gerne bei Femex anmelden und möchte gerne VIP 1 werden, damit du Gebühren sparst und dir auch noch einen geilen Trading-Bonus bis zu 5.800 Dollar hier freischalten lassen kannst, dann melde dich doch gerne unten mit dem Link an. Somit unterstützt du den Kanal. Es ist auch kein Geheimnis, ich kommuniziere das komplett offen, volle Transparenz für euch. Das sind Affiliate-Links. Das bedeutet, somit unterstützt du automatisch diesen Kanal. Immer wenn Gebühren anfallen, bekomme ich einen ganz kleinen Teil davon ab und somit erhältst du diesen Kanal am Leben, damit ich von Montag bis Sonntag Livestreams machen kann, Donnerstag Webinare machen kann, Videos machen kann für euch. Danke dir für deine Unterstützung und für deinen Support. Liebe Grüße gehen da raus an dich und natürlich an euch. Jetzt schauen wir uns noch Ethereum an. Ethereum auch hier unten. Et voilà, schaut euch das Ganze einmal an. Wunderschön den 800er EMA wieder angelaufen auf dem 4-Stunden-Chart. Wieder gab es genau hier unten Support. Wir haben kein tieferes Tief gemacht. Schöner, möglicher doppelter Boden jetzt. Jetzt muss aber auch hier Ethereum sehr, sehr schnell über dieses Hoch hier drüber kommen, damit wir auch hier diese Trendumkehr einleiten können und dass wir dann höhere Preise bei Ethereum sehen. Stand jetzt würde ich ganz klar sagen, Ethereum auf einen ganz guten Weg, aber bitte behaltet immer im Auge und im Hinterkopf, wenn Bitcoin abverkauft wird und diese ganze Bewegung jetzt hier wieder etwas rejected wird, müssen wir davon ausgehen, dass auch Ethereum hier unten wieder reinläuft, okay? Also das auf jeden Fall mal ganz, ganz wichtig. Sonst auf dem Tageschart sieht es hier wirklich sehr gut aus. Wenn wir hier nochmal unseren VRVP dann hier anmachen, genau hier unten in dieser Volumenzone, schaut euch das an, Freunde, genau hier unten gab es einfach wieder unseren wichtigen Support. Den haben wir uns ja eingezeichnet. Diese zwei Linien gibt es, glaube ich, schon seitdem wir hier nach oben angestiegen sind, weil das einfach für diejenigen, die jetzt hier neu mit am Start sind, ja, waren hier diese wichtigen Tagessupport und Widerstände damals von unserem Bärenmarkt, nämlich diese wichtigen Hochs. Und diese haben wir uns rausgezogen, haben gesagt, hey, die könnten auf jeden Fall für uns sehr, sehr relevant werden. Und genau das ist auch eingetreten. Schaue ich das an. Wir kriegen genau hier diesen Bounce rein. Wenn das passiert, gehe ich jetzt auf den größeren Zeiteinheiten davon aus, dass wir technisch gesehen jetzt auf jeden Fall das Potenzial haben, wieder hier Richtung 3.500 Dollar, nämlich genau in diese Zone hier oben wieder reinzulaufen, okay? Das ist dann sozusagen die nächste Widerstandszone, wenn das jetzt hier erstmal hält. Und ihr seht auch hier, wunderschönes bullisches Reversal nach einem Abverkauf von knappen 23% und einer gesamten Korrekturphase von Ethereum von knapp 30%, kriegen wir hier unser erstes mögliches größeres bullisches Reversal auf unserem Tageschart rein. Gut, dann gehen wir noch rein Richtung 15-Minuten-Chart. Für euch Daytrader wird die Sache natürlich jetzt hier richtig interessant und für die Leute, die mich jetzt hier schon eine Weile verfolgen, wissen jetzt auch ganz genau, was kommt. Richtig, wir haben Vektorkerze 1, Vektorkerze 2, das hier unten ist ganz gut. Wir hatten hier Vektorkerze, 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 wurde komplett erstmal hier wieder abgeholt. Das heißt, Vektorkerzen funktionieren wieder wunderbar. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist nämlich genau jetzt das hier. Sollte Bitcoin jetzt hier nicht über das Psi-High und das M4-Level kommen, müssen wir davon ausgehen, dass wir rejected werden und nochmal auf unser Daily Open fallen.
positiv zu erwähnen ist, wir haben auf dem 15-Minuten-Chart komplett jetzt ein bullisches Cross von allen wichtigen EMAs. Wir haben über uns unser Daily Open, wir haben unser M3-Level, wir haben unser M2 und unser Psi-Low. Ja, das heißt, alle wichtigen Supports sind jetzt wirklich unter uns und wir kämpfen jetzt hier gerade bei unserem 800er EMA auf unserem 15-Minuten-Chart. Sollten wir jetzt hier rejected werden und wir hier so ein kleines Double-Top reinkriegen, müssen wir davon ausgehen, dass wir erstmal wieder auf das Daily Open fallen und dann hier sogar nochmal das Potenzial hätten, genau diese Vektorkerze hier unten abzuholen. Wenn wir dann hier unten ein schönes bullisches Reversal reinkriegen, dann ist die Zeit wieder da, um wieder eine schöne Long-Position zu eröffnen. Vielleicht hat der ein oder andere durch die Videos, Limit Order hier unten, genau dieses Tief, ja, das Ganze schön hier mitnehmen können. Aber wichtig, ihr müsst auf diese Gelegenheiten warten, okay? Wenn sich jetzt hier das Ganze nicht ausspielt, geht nicht irgendwie hier jetzt FOMO Long oder geht nicht irgendwo hier dazwischen, zwischen Daily Open und Pivot Point irgendwie Long und denkt, dass wir dann hier wieder weiter nach oben pumpen und so weiter. Ihr müsst dem Chart, weil ich gestern auch ein paar Kommentare unter meinem Video gelesen habe, ja, so von wegen, dass viele Leute dann auf einmal Geld verlieren. Leute, wo war denn gestern hier ein bullisches Reversal? Das einzige bullische Reversal, was wir gestern gesehen haben auf den 15-Minuten-Chart, war dieses kleine W. Das hat wunderbar funktioniert. Genau hier. Ups, Short-Position, das wollte man nicht. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Stop-Loss hier drunter setzen, unter diese Tiefs, maximal 3%. Und dann wäre ich hier oben spätestens, aller spätestens hier oben bei unserem 200er EMA wieder raus. Das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von 7,35. Okay, und auf sowas müsst ihr warten. Nicht denken jetzt hier, ja, jetzt gehe ich hier irgendwie short oder gehe jetzt hier oder warte jetzt, bis wir jetzt hier nach unten kommen. Aber dann musst du natürlich schauen, ob wir dann hier unten schöne Positionen eröffnen können. Das heißt, das Einzige, was gestern tradebar war, war genau dieses kleine Ding hier. Ja, und zwar bis hier oben rein und dann Feierabend, weil du weißt natürlich, Ubala, du weißt natürlich nicht, was hier oben dann an dieser Stelle passiert. Setzt euer eigenes Risk Management. Ich weiß nicht, ja, es schauen tausende Leute hier meine Videos. Ich weiß nicht von jedem Einzelnen, wie viel Kapital er riskiert, welchen Hebel er benutzt und so weiter und so fort. Ich gebe euch hier nur Informationen, wo und wann die nächsten wichtigen Support-Level reinkommen, um wieder schöne Long- und Short-Positionen dann halt zu eröffnen. Mit dem Risk-Management und mit dem Stop-Loss, das müsst ihr euch selber machen, okay? Das kann ich euch leider nicht sagen, weil ich kann euch natürlich sagen, wie ich es machen würde, ja? Aber wenn ihr natürlich eine andere Strategie Fahrt, einen anderen Hebelfahrt, dann ist es komplett desolat, was ich euch dann hier sage, weil das macht dann natürlich dann hier keinen Sinn, okay? Also damit ihr das einfach versteht. Aber nichtsdestotrotz, das soll es jetzt fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lasst mich gerne wissen, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare und wir werden heute dann auf jeden Fall unseren Livestream machen. Ich habe richtig Bock, mit euch hier dann hier heute zu traden, weil es sieht wirklich danach aus, als werden wir hier eine schöne Volatilität heute reinkriegen. Ich gehe jetzt kurz auf die Token 2049, bin dann gegen Abend wahrscheinlich live. Ihr könnt das Ganze dann hier auch auf meinem YouTube-Kanal sehen. Das heißt, ich habe ja hier auch das Ganze schon erstellt. Bitcoin Halving live. Trading Countdown. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, joint da schon mal gerne rein, lasst schon mal ein Like da und dann sehen wir uns dementsprechend heute Abend. Wird nicht um 5 Uhr stattfinden. Ich glaube, ich schmeiß gegen heute Abend wahrscheinlich ja Mitternacht, 1 Uhr sowas oder 23 Uhr den Livestream an. Und dann werden wir die ganze Nacht durchmachen. Das war zumindest der Plan. Wie will sie? Haut rein, wir sehen uns heute Abend. Dein Basti. Ciao, ciao.